Wer glaubt, dass man zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen kann, dass ja, jetzt müsste es doch auch mal gut sein mit allem, irrt sich ganz gewaltig. Und er irrt sich vor allen Dingen auch, wenn es um seine eigene Zukunft geht. Wer jetzt Friedensforderungen mit Putin fordert, übersieht, dass Putin jeden Tag die Ukraine bombardiert. Und zwar immer zivile Attacken. Und er übersieht, dass man mit einem Aggressor wie Putin keinen Frieden schaffen kann. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Die Ukraine muss bewaffnet werden mit allem, was wir haben. Die Ukraine muss so bewaffnet werden, dass sie Russland hinter die Grenzen der Krim zurücktreibt. Dann kann Frieden entstehen. Frieden wird ohne Freiheit nicht gehen.